Moin, meine Gernot, herzlich willkommen zu dem nächsten Lords of the Fallen Video. Und zwar, ich habe das Spiel jetzt einmal durchgespielt. Ich bin gerade am New Game Plus 0, weil ich. Ich habe New Game Plus 1 angeguckt und das ist tatsächlich nicht unbedingt geil. Und. Ich wollte mit euch einfach mal kurz meine, sagen wir mal, positiven, aber auch negativen Punkte teilen. Und ich würde tatsächlich sagen. Dass ich so gesehen mit den Negativen anfange, weil wenn ich dann was Positives sage, dann klingt das ein bisschen was, als wenn ich das Game zuerst lobe und dann einfach die negativen Dinge raushaue. Und zwar, was für mich negativ ist und. Moment. Und auch immer im Kritikpunkt bleiben wird, ist die Tatsache des Level-Designs. Nicht in Form des, sag ich mal, optischen oder der verschiedenen Wege, die man gehen kann, sondern in Form von des Gegner-Placements. Ich habe kein Problem damit zu sagen, okay, wir sind in Umbral und hier spawnen die ganze Zeit die Zombies nach, diese Dinger, die diese kleinen weißen Kugeln nach euch schmeißen, kann ich vollkommen mit leben. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem wird es dann, wenn einfach ehemalige Bosse ohne Ende in ein Gebiet reingeschissen werden, damit man dieses Gebiet schwerer macht. Ja, ich gucke dich an, Castle Barons. Oder Brains, oder Werns, wie auch immer du heißt. Denn in diesem Gebiet sind... Ich muss das Game mal für mich kurz ein kleines bisschen leiser machen. Ja, das ist schon deutlich angenehmer. Und zwar, Moment, dafür muss ich euch aber, glaube ich, ein ganz kleines bisschen lauter machen. Einen Moment. So. Müsste jetzt eigentlich wieder ungefähr in einem vergleichbaren Rahmen sein. Moin, Hakim. Your problem, take it lightly. I don't know, but since it's making you a big... I've defied... If you know any kind... I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. So. Was halt so ein Punkt ist mit dem Level-Design. Ihr habt halt, sag ich mal, immer wieder auf dem Weg Bosse, die... später gleich einfach Enemies werden. Das ist zum Beispiel hier Otto das Bollwerk. Das ist einfach ein Ritter, der in späteren Gebieten einfach ein ganz normaler Standardgegner ist. Das gilt aber auch für die Huntress, die die Rune von Adir bewacht. Das gilt allerdings auch für ganz, ganz viele andere Gegner. Und das muss ja nicht immer schlecht sein. Wir haben zum Beispiel in Elden Ring, also ich vergleiche das Spiel tatsächlich in vielen Punkten mit Elden Ring, was halt hier der Fall ist, ist halt die Tatsache, in Elden Ring ist das Gegner-Placement noch relativ, sag ich mal, gering für die Tatsachen. Klar, wir haben immer noch, wir haben über 100 Bosse in Elden Ring, von denen halt unfassbar viele halt die Standard-Enemies sind, aber das sind alles, sag ich mal, in optionalen Gebieten, also in den Dungeons. Die muss man ja nicht machen. Hier haben wir sehr viele Bosse, die halt auf einem Pflichtweg regelrecht stehen, und man an die sonst nicht im Game progressen kann. Also zum Beispiel an Otto dem Bollwerk kommt man ja nicht vorbei. Den muss man ja machen. Das gleiche gilt für die Hand. Für die Dog Queen. Und
Schön, wie das zum Beispiel auch manchmal nicht funktioniert. Das ist auch so ein Kritikpunkt, dieses. Das Lock-on ist teilweise unfassbar beschissen. Aber ich sag mal so, gerade die, in einem der mittleren Gebiete, nennen wir es so, gibt es einen Gegner, der heißt der Vernichter. Der Vernichter ist ein Boss, der an sich relativ viel Spaß macht. Es ist ein Dämon mit einem großen Schild, mit einem, ja, mit einiges an Leben, aber der kloppt ordentlich zu. Also der war auch nie unbedingt der Einfachste. Und das Problem ist allerdings, in Castle Baron sind, keine Ahnung, alle 2 Meter steht einer von diesen Scheißtypen. Und das ist in meinen Augen halt einfach zu viel. Du kannst dir das nicht geben. Das ist Kritikpunkt Nummer 1. Dann, sage ich mal, das ist jetzt eher ein bisschen, sage ich mal, Kritik auf persönlichem Niveau, weil muss ja nicht unbedingt jedem gefallen, ist irgendwie die Tatsache mit den Katalysatoren. Weil ich habe zwar ein paar Strahlenkatalysator, aber ich sehe jetzt nicht, dass sie sich hart unterscheiden. Gut, der hat ein C-Scaling, der hat ein D-Scaling, der hat ein C-Scaling. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die sich in irgendeiner Weise hart unterscheiden. Deswegen, dann. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht so weit getestet, ob jetzt wirklich ein Katalysator wirklich komplett OP ist, weil der halt noch einen kleinen Mini-Bonus hat. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel nicht gesehen, wie in Elden Ring, dass jetzt ein Katalysator nochmal einen Bonus gibt. Gut, das ist hier tatsächlich extrem schwierig, wäre das nahezu unmöglich umzusetzen. Weil es gibt nur 3 Magiearten. Es gibt halt Inferno, es gibt Umbral und es gibt halt die Radiant. Und das ist ja vollkommen fein, wenn es 3 gibt. Die sind auch relativ, sag ich mal, eindeutig. Wir haben, sag ich mal, Inferno, die nur Damage-Spells sind. Oder Buff-Spells. Dann hast du halt Radiant, die sehr viel Healing haben, aber auch tatsächlich gute Damage-Spells. Wie jetzt zum Beispiel hier im gesegneten Abbilder oder durchdringendes Licht. Und der Umbral hat halt, sag ich mal, viele Damage-Spells, aber auch. Genau, einige Support-Skills. Die halt auch sehr cool sind, aber. Das ist halt. Gut, ist ja sein eigenes Ding, aber ich finde irgendwie, dass eben der Unterschied zwischen den Katalysatoren nicht erkennbar ist. Ich hab einen. Ist egal. Und deswegen, das ist nochmal. Das ist wirklich aber bloß quasi ein persönlicher Kritikpunkt. Und dann der nächste Kritikpunkt, weil wir, sag ich mal, vor uns schon beim Thema Bosse waren, sind tatsächlich einige Bosse selber. Dazu gehört Adir. Ich habe Adir selber noch nicht bekämpft, aber ich habe mir jetzt mehrere Streams angeguckt und Adir ist einfach schlecht. Dann der nächste ist diese komische Riesenkrähe, weil das sind 2 Puzzle-Bosse. Der ihr gesamtes Gimmick besteht quasi darin, Standard-Mobs zu killen. Was unsagbar langweilig ist. Und das ist halt in meinen Augen halt immer ein bisschen schade. Wenn man irgendwie Gimmick-Bosse macht, hier wird eben ein wunderbarer Vergleich. Guckt euch Rykard an in Elden Ring, weil Rykard ist ja quasi der Spiritual Successor von Yorm aus Dark Souls 3. Und Yorm war scheiße. Yorm war kacke. Also ich hatte echt an Yorm keinen Spaß, es ist viel zu einfach gewesen. Selbst wenn man Yorm nicht mit den Stormcaller bekämpft, sondern mit einer Standardwaffe, ist Yorm trotzdem instant tot. So, by the way, ich würde mal die Waffe wechseln, aber bloß damit ich die gute
mein Lieblingscharakter nicht instant kille. Das ist ein bisschen schade. Ah, stimmt. Man braucht mehr Agilität. Nee, das kann ich aber nicht nehmen. Ich kann nur nicht Gregory's Schwert nehmen. Das ist ein bisschen... Aber wird nicht runter. Das Ding kann ich... Obwohl, ich könnte den... Ich könnte einfach die Standardwaffe nehmen, die ich vom Start aus hatte. Zack. Und der Punkt für mich ist halt wirklich, wenn man Puzzle-Bosse macht, dann sollte man die, sag ich mal, sich ein gewisses Gimmick von diesen Bossen, sag ich mal, raussuchen und das aber auch einhalten. Aber zu sagen, ja gut, wir schmeißen einfach Standard-Gegner rein und du musst halt einen gewissen Gegner raussuchen, ist ein Gimmick, was unfassbar scheiße ist. Es ist wirklich scheiße. Es macht keinen Spaß, man will es nicht und man ist froh, wenn es vorbei ist. Ich habe für den Raben Scheißgott auch bloß zwei Tries gebraucht, weil ich bin einmal in seinem Schneesturm stehen geblieben. Da wusste ich halt nicht, dass der im Zentrum halt aus ist. Und das war's. Ansonsten, was noch... Ja gut, das kann ich ohne als Kritikpunkt werten, dass das Spiel linear ist. Das kann ich nicht als Kritikpunkt werten. Das ist halt so ausgelegt, das Spiel. Deswegen nehmen wir den Punkt komplett raus. Deswegen gehen wir lieber dazu über, weil ich mag das Spiel wirklich sehr. Gehen wir lieber zu den positiven Sachen, weil darüber mag ich lieber reden. Und einer der positiven Sachen kommt gleich hier. Die gute Pieta. Oh, holy Aureus. Pieta ist, sag ich mal, ein wunderschöner erster Boss. These dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. So, und zwar reden wir über Bosse. Denn wir haben ja eine Handvoll an Bossen, die ich unfassbar geil finde. Und dazu gehört halt logischerweise Pieta. Es gehört Pieta dazu. Aktuell ist Judge Cleric mein Lieblingsboss. Ich kann tatsächlich nicht darüber reden, wie Elaine ist, da ich Elaine noch nicht bekämpft habe. Ich hatte das Inferno-Ende am Ende. Das heißt, mir fehlen tatsächlich noch einige Bosse. Und, aber ich sag mal so, Judge Cleric ist ein unfassbar geiler Boss gewesen. Die Hüter der Beacons waren geile Bosse. Der Light Reaper, der euch ja tatsächlich mehrmals im Spiel entgegenrennt. Der ist ein unfassbar geiler Boss. Wir haben den Monarchen in der Festung von oder in Castle Baron. Der hat mir sau viel Spaß gemacht, der Boss. Auch wenn viele den nicht mögen, ich fand ihn sau geil. Ich sag mal so, dass die schwersten Bosse können sie nicht sein, aufgrund dessen, ich habe tatsächlich sowohl den Monarch als auch Judge Cleric gefirst tried. Gut, ich sag's wie es ist, ich war zu dem Zeitpunkt halt hart überlevelt, weil ich halt extrem viel Grinding betrieben habe im Early Game. Ja, meine Gute. Dann der nächste Punkt, der natürlich auch mit einigen Bossen einhergeht. Es ist die Lore von Lords of the Fallen. Weil, ich sag mal so, wer von euch das erste Spiel gespielt hat, also das von 2014, das Lords of the Fallen, weiß, dass
Lords of the Fallen 1 nicht unbedingt die tiefgründigste Lore hatte. Es hatte tatsächlich einige Schmuckstücke. Aber die waren tatsächlich relativ selten. Ansonsten ist man einfach ein Typ, der eigentlich ein Verbrecher ist, der sich, sag ich mal, aus seiner Gefangenschaft entzieht und halt einfach Leute abschlachtet. Oder beziehungsweise sich gegen den Gott stellt. So in der Form. Aber es gibt tatsächlich wirklich Schmuckstücke. Und hier in Lords of the Fallen 2023 wurde das halt so saustark erweitert. Die Lore von Pieta wurde unfassbar gut geschrieben. Von Judge Cleric, von Hakeen, also dem Iron Wayfarer, der ja der Protagonist aus dem ersten Teil ist. Sau geil, sau stark. Ich habe hier keine Ahnung, die letzten Tage habe ich mir dreimal Pietas Lore oder die von dem Iron Wayfarer angeguckt. Weil ich die Lore einfach unfassbar geil fand. Die ist super. Die ist richtig stark. Deswegen weiß ich auch jetzt schon, dass mich das Umbral-Ende nicht befriedigen wird. Weil Pieta ist tatsächlich mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Brothers and sisters, deswegen, das wird richtig schön. You honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. So. Ansonsten Lore hatten wir. Jetzt kann ich wieder was Positives sagen. Das allgemeine Level-Design. Wenn wir die Mobs und die am Ende zugebombten, mit ekelhaften Gegnern zugeschissenen Gebiete rauslassen, dann hat Elden, wie gesagt, schon wieder. Dann hat Lords of the Fallen wirklich ein absolut geniales Level- und World-Design. Zum Beispiel der Skyris Bridge. Es ist, sag ich mal, eine Kapelle. Oder der Unterbau von einer Brücke, der echt saugeil aussieht. So, der Witz daran ist tatsächlich, ich möchte tatsächlich einmal was machen. Und zwar, wir respekten einmal. Our holy work continues, Lampbearer. Strahl machen wir auf 16. Realität können wir auch auf 20 erhöhen, das ist nicht das Problem. And your devotion be rewarded with strength. So. Jetzt haben wir gerespected, denn ich möchte, dass ich jetzt den zweiten Mann quasi mit einer anderen Waffe machen. Und zwar, wo ist er? Lords Axe. So. Das ist zum Beispiel auch sowas. Wir haben ja zum Beispiel diesen wunderschönen Inferno-Talisman, das Roger Herz. Der hat 5 Speicherschlots. Dann haben wir den Lords-Talisman und den Versengarde. Und der Versengarde ist eigentlich einer der, glaube ich, besten Talismane für Inferno-Anrufungen. Das ist der Punkt. So. Ich weiß, dass das Ding hier komplett OP ist. Das ist komplett OP. Der infernale Eruption wird von vielen, sag ich mal, als schwach angesehen. Allerdings eben das hier ist gut.
Und ach komm, wir machen noch infernales Delikt. Das ist cool. So. Ich muss bloß die. Muss ich bloß die passenden Dinger finden. So. Ich hätte eigentlich auch die. Das gleich machen können, weil ich habe die Starterklasse ja tatsächlich. So. Ui, ich muss. LOL! Okay, jetzt muss ich nicht mehr. Jawohl! Okay, kurz. Alter, ich bin der Moonwalk mal. Boah, Alter! Was ist denn das, Junge? So, the eggs and given that land yet now? Well, I'm Stoneman, a group of the against the man. We made a vow. Whatever the cost to that. Wie geil ist das denn, Alter? Okay, ich würde mal kurz die Überreste aktivieren und mal kurz das Rasten. Vielleicht tut das jetzt wieder. Richten. Nennen wir es so. Ja, hat's mir gerechnet. So, der Witz daran ist, mir ist tatsächlich. Naja, doch, mir fehlt theoretisch gesehen die Feuerwaffe. Der Skill. Da muss ich mal gucken, wo ich das herbekriege. So, wir haben aber ja hier noch jemanden. The lamp only then. Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve until her embrace. Boah, Laterne aufwerten. Ach nee, da war ja noch was. Brauch ich noch gar nicht. Allerdings sagen wir es einfach. Genau. Wie gesagt, weil bei der Lore war ich gerade. Ich fand das gerade bloß so lustig, dass es meinen Charakter gemoonwalkt hat. Guckt euch, wenn ihr das Spiel spielt, wirklich mal die Lore an. Ich finde sie saustark. Denn die ist unfassbar geil durchdacht. Die ist unfassbar tiefgründig. Und was auch richtig geil ist, die ist sagenhaft geschrieben an sich. Bei ihr. Ich sag mal so, ich fühle mit Pieta mit. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf das Ende von Umbral. Nicht. Was ein sehr, sehr cooler Punkt ist, ist die Tatsache, das Spiel hat drei Enden. Was extrem geil ist, was ich euch tatsächlich mal zeigen kann, ist die Tatsache, wenn wir ins Hauptmenü zurückgehen. Und ein neues Spiel starten möchten. Dann haben wir gleich Folgendes. Das können wir überspringen. Das können wir auch überspringen. Und zwar, wir haben ja den dunklen Kreuzritter. Das ist ja eine Klasse, die durch die Special Edition dazugekommen ist. Dann haben wir eben, sag ich mal, die ganz normalen, den. Okay, nochmal. Dann haben wir, sag ich mal, die anderen Klassen. Jetzt den Heiligen Ritter, das ist einfach ein normaler Typ. Dann haben wir den Partisan. Der Partisan ist quasi ein Caster. Aber nee, stimmt, das ist eine relativ ausgewogene. Wir haben den Schwarzfeder Waldwürfer, das ist einfach. Ihr spielt Dark Souls. Vom anderen Nachsteller, das ist quasi der Rogue oder der Dieb aus den alten Teilen. Prediger Urios, das ist quasi euer Caster für Radiant. Dann habt ihr den Feuerkultisten, Caster für Inferno. Dann habt ihr den Verdammten, das ist einfach quasi der Battler aus Dark Souls. Das ist einfach die quasi immer einfachste Klasse. Allerdings, wenn ihr das Spiel durchspielt, erhaltet ihr neue Klassen für den Start, je nachdem, was für ein Ende ihr habt. Die Lord-Klasse bekommt ihr zum Beispiel, wenn ihr halt das Inferno-Ende habt. Ihr bekommt ein für das Radiant-Ende eine Klasse und für das Umbral-Ende eine Klasse. Was saugeil ist. Denn, ich sag mal so, die Lords-Ausrüstung und auch die von dem Radiant-Ausrüstung, das sind tatsächlich alles Late-Game-Teile. Bis auf Feuerwaffe, der Spell ganz links, ist das alles Late-Game.
Die Lord Armor bekommt ihr im letzten Gebiet. Ihr bekommt die Lord Axt im letzten Gebiet. Die Lord Talisman im letzten Gebiet. Die Maske des Lords im letzten Gebiet. Ihr bekommt den fucking Spell, der Typ dort mit der grünen Aura. Ist OP bis zum geht nicht mehr. Den bekommt ihr am Ende des Spiels, wenn ihr von dem Charakter eine Quest abgeschlossen habt. Die zwei Axt-Spells dort, das ist ein Late-Game-Spell, den ihr auch im letzten Gebiet findet. Deswegen, das ist saugeil. Der Radiant-Typen, ihr startet mit durchdringendes Licht. Durchdringendes Licht ist für den Anfang komplett OP. Und selbst im Late-Game könnt ihr das noch benutzen. Der einzige Charakter, der tatsächlich nicht so stark ist, ist der Umbra-Charakter. Der ist relativ unterirdisch. Not a you like the one I've learned about that. I hope you recognize the truth. Of course, my name, but far more than as proven. Der nächste, der Punkt ist halt wirklich. Das Spiel macht einfach trotzdem Spaß. Besonders wenn ihr euch halt, sag ich mal, ein bisschen mit der Lore auseinandersetzt, ein bisschen mit dem Game auseinandersetzt, dann habt ihr halt wirklich sagenhaft viel Spaß. Also ich bin ehrlich, ich habe. Von Start an, sag ich mal, einiges an Spaß gehabt. Dann kamen logischerweise diese Frustmomente, gerade in den letzten Gebieten, wo halt diese Bosse dann einfach reingeschossen worden müssen, geht nicht mehr. Zum Beispiel der Tower of the Pennis. Vor dem Tower of the Pennis habt ihr einen einzelnen Gegner, quasi einen Typen mit einem zweihändigen Hammer, also mit so einem Streitkolben, mit so einer Pike. Also, beziehungsweise mit einem sehr, sehr langen Stab. Und was mich da triggert, ist halt, und der Turm, wo der Typ davor steht, der ist halt voll geschissen mit diesem Typen dann. Das kannst du halt nicht, das kannst du dir nicht erzählen. So. Achso, by the way, das ist einer der stärksten Zauber im Spiel. Dieser komische Hammerschlag, den ich gerade gemacht habe. So, und hier könnte man tatsächlich einen Clean Damage Test machen. Wir haben 207 mit diesem Talisman. Wenn wir das jetzt mal austauschen mit. Ah, der hat das gleiche Scaling. Wir jetzt einfach ein Roger Herz dort draufpacken. Auf wie viel Schaden kommen wir dann, wenn wir einen vergleichbaren Gegner bilden? 197. 197 immer noch. Also der hat jetzt weniger Schaden gemacht. Aber es war nicht der gleiche Gegner. Wir haben hier links nochmal einen so einen Typen stehen. Das war 209, also macht den gleichen Schaden. So. Ich sag mal so, wir werden noch mal einen Mini-Boss mitmachen. Weil das möchte ich jetzt schon noch machen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Aktivieren diese Überreste. Ja, warten. Und. Dann machen wir weiter. Logischerweise, ich weiß, dass ich quasi New Game bin mit meiner kompletten neuen Ausrüstung. Das ist mir aber herzlich egal, weil ich möchte jetzt die Enden erstmal machen und dann kann man das Spiel ja nochmal frisch beginnen. Daran ist ja nicht verpönt. Besonders, ich bin ehrlich mit euch, ich finde es sehr, sehr geil, dass die Entwickler uns die Chance geben, New Game Plus zu machen. Und zwar New Game Plus 0. Das gleiche hat ja Code Vein gemacht. Ihr könnt ja entscheiden, ob ihr New Game Plus 1 machen möchtet oder in New Game Plus 0 bleibt. Ist in meinen Augen extrem cool, aufgrund dessen, ihr könnt quasi einfach, ihr müsst nicht nochmal grinden und könnt aber die Bosse halt mit der Schwierigkeit, die sie vorher hatten, halt nochmal machen. Weil in meinen Augen ist es halt irgendwann nur noch dumm und stumpf, wenn du einen Gegner hast, also einen Standardgegner, auf den du 50 Mal einkloppen musst, damit er umfällt. Das ist irgendwann absolut lächerlich. No,
Und deswegen, das ist... Das hat nichts mit Schwierigkeit zu tun. In meinen Augen. Die Waffe muss brennen. Ja, zack, einfach drauf. Ja, ich weiß, ich facetanke mich gerade hart durch, aber das ist mir egal. So. Gut. Ich sag mal so, man könnte immer noch stundenlang weiterlabern, wenn man jetzt wirklich jeden kleinsten Punkt ansprechen will. Möchte, wie jetzt zum Beispiel, wenn manche Bosse halt irgendwelche dummen Angriffe haben, manche Bosse haben halt wieder geniale Angriffe. Egal, deswegen, man muss jetzt nicht unbedingt jedes ausgleichen. Wie gesagt, das Schlimmste, was mich halt wirklich in dem Spiel halt ärgert, ist halt wirklich das Gegnerplacement oder beziehungsweise das, die Anzahl der Gegner, weil das ist irgendwann halt wirklich nur noch so, werdet bloß noch zugeschissen mit Bossen, mit allen. Und dann habt ihr aber auch diese schönen Momente, die Lore, das allgemeine Level-Design, die Bosse selber, etc. Und deswegen, das Spiel ist wirklich unfassbar gut. Deswegen, holt's euch. Probiert es aus. Es macht sagenhaft viel Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Hauen Sie rein und ciao. So, moin Leute. Nochmal ich zum Ende. Und zwar, ich habe noch einen positiven Punkt gerade gemerkt. Der ist mir gerade beim Schneiden aufgefallen. Und zwar, ich habe ja zwischendrin über die drei Magiearten geredet, die man ja machen kann. Umbral, Inferno und Radiant. Ich habe ja gesagt, dass ich es ein bisschen schade finde, dass halt die Katalysatoren extrem wenig Unterschiede mit sich bringen. Also die Katalysatoren für diese einzelnen Klassen. Was ich allerdings sehr, sehr cool finde, ist die Tatsache, dass jede einzelne Schadensart, also Umbral, Inferno, also Feuerschaden und aber auch Lightning oder der Holy Damage gerade relevant sind im Spiel. Nehmen wir hier einfach noch einmal Elden Ring als Vergleich. Ihr könnt wirklich die meiste Zeit des Spiels keinen Heiligschaden benutzen, weil sehr viele Gegner oder auch Bosse eine sehr hohe Holy Resistance haben. Dazu gehört zum Beispiel Malekith, logischerweise Elden Beast, Radagon, aber auch Godric. Und das ist, sag ich mal, nicht unbedingt fair. Hier ist es so. Wir haben zum Beispiel den Light Reaper, der massiv viel Schaden von Holy Damage bekommt und dafür aber Feuerresistenz hat. Wir haben die Judge Cleric, die in Phase 1 sehr viel Holy Resistance hat, dafür weniger Fire Resistance. In Phase 2 hat sie weniger Holy Resistance, dafür mehr Fire Resistance. Das ist immer wieder so ein Spiel von hin und her. Also klar, wenn ihr zum Beispiel das Schwert von Pieta benutzt, was ich ja für meinen ersten Run benutzt habe, das macht nur Holy Damage. Es hat keinen physischen Schaden, nur Holy, reine Holy Damage. Klar, ich mache an manchen Bossen, wie jetzt zum Beispiel die Judge Cleric, mache ich weniger Schaden, also wenig Schaden im Vergleich zu Gegnern, die ich vor der Kathedrale halt zusammengeschlagen habe. Aber ich konnte es trotzdem machen. Weil, ich sag mal so, diese Schadenspeaks sind nicht so viel höher als die mit den Resistenzwerten. Das ist sehr, sehr schön. Klar, ihr habt Bonusschaden, aber euer, sagen wir mal, Negativschaden wird dadurch nicht so stark beeinflusst. Was ich persönlich sehr schön finde. Und deswegen, das ist nochmal ein persönlicher Punkt, den ich halt jetzt nochmal loswerden wollte.
Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über ein Like würde ich mich sehr, sehr freuen. Euch noch einen schönen Abend und eine schöne Woche.